Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jo, wir werden Handel treiben heute. Oh schade, ich dachte ich darf da schon hin. Also durch. Oh, so einfach ist es nicht. Wir hätten eine Angestellte, die für uns den Job erledigen würde im Laden. Die für uns verkaufen würde, könnte man inzwischen in den Dungeon gehen, aber das möchte ich noch nicht. Das werden wir erst dann machen, wenn es wirklich Not ist. Also, wir öffnen unseren Laden. Und da kommt auch schon der gnädige Herr mit der Knolle. Hier, bitteschön. 30.000 haben wir bekommen, sehr gut. Und das nächste, was reinkommt, ist schon ein Dieb. Voll lustig. Mal schauen, ob sie den Dieb schnappen würde. Jetzt müssen wir ihn gut im Auge behalten. Wir haben ihn erwischt. Sehr gut. Schnappen. Hoppala. Schnappen jein, würde ich sagen. Gut. Ich habe keine Ahnung, was wir hierfür verlangen sollen. Ich mache es auch mal mit 6.000 das Stück. Ich habe keine Ahnung. So. Wer ist hier enttäuscht? Vom Obst ist man enttäuscht. Ich würde sagen, machen wir 2.200. Hier drüben auch gleich. Da ist man auch enttäuscht vom Preis, echt wahr? Tatsächlich, da machen wir 5.000. Freut sich wer? Danke für den Einkauf. Boah ey, da tummelt es, ne? Dankeschön. Dankeschön. Da ist jemand verärgert. Ich glaube, das ist der Preis hier. Ich mache es vielleicht mal mit 4.000. Das ist jemand zu teuer. Ich mache es mal mit 3. Hier oben hätten wir Platz frei. Da würde ich sagen, da hauen wir das rein. Und ich würde sagen, da verlangen wir für Stück. Machen wir 10. Jawohl, das ist ja mal glücklich. Dankeschön. So, wir können unseren Tisch auffüllen. 2.200 würde ich sagen. Oh, da haben wir zweimal dasselbe drin. Das war ein Fail von mir. 100 hat sich gut verkauft. Das wissen wir nicht. Okay. 1.500. Ich würde sagen, nochmal 1.700. Da drüben wäre ein Platz frei. Ich würde sagen, klatschen wir die rein für 5.000 das Stück. Schauen wir mal, ob es passt. Dankeschön. So. Die würde ich sagen, können wir wieder mal reinklatschen. 700, wie es mal ganz gut ist. Mal sehen. Okay, das mit dem Obst ist immer noch zu teuer. Ich würde sagen, machen wir 2.100. Hier ebenfalls. So. Ui, das ist ja mal zornig. Ob es an dem Holz liegt? Wahrscheinlich. Machen wir mal 200 draus. Ich glaube 2000 war das Beste, was man für das Obst erzielen konnte. 3000 ist auch zu teuer. Machen wir 2000. Da wissen wir es nicht. Da oben ist er enttäuscht vom Buch. Das ist ihm zu teuer. Alter, das ist ihm auch zu teuer, 4.000, tatsächlich, machen wir 3.000, irgendwann wird schon passen,
auch zu teuer. 10.000 ist ihm zu teuer. Okay, probieren wir es mal mit 9.000. Vielen Dank für den Einkauf. Gehen wir das mal wieder. Ich würde so sagen. Na? Ein Dieb. Hab ich. Du Schuft. So. Dankeschön. Dankeschön. Da ist jemand erbost. Wahrscheinlich über die hier. Da werden wir mal runtergehen auf 80. Vielleicht ist das besser. Danke. Was haben wir hier noch zum Anbieten? Ich würde sagen, das Wasser können wir mal wieder machen. 1500 ist zu billig gewesen. Übelwüstes Bein hat mal mit 1900. Ups, danke für den Einkauf. Drüben hätte noch was Platz. Ich würde sagen, hier mit die 200. Ah, 200 ist zu teuer, deshalb. Ich würde sagen, 100, deshalb will es keiner haben. Oh, da hat jemand eine Anfrage. Das ist Stress. Also, Landschaftsgärtner-Notiz. Es gibt ein Monster namens Landschaftsgärtner-Notiz, das Notizen bei sich trägt. Würdest du mir 10 davon bringen? Freilich. Und? Ui, das ist für 9 Dungeon 4 Tage verbleibend. Es gibt ein Monster namens Katamari-Golem-Notiz, das Notizen bei sich trägt. Würdest du mir 10 davon bringen? Ich werde es versuchen. Ui, das ist ein böse. Das ist ein sehr böse, das ist ein zu stolzer Preis. Machen wir es mal mit 15.000. Diesmal habe ich, glaube ich, nicht so viel verdient, weil ich zu teuer war mit allem. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. So. Man soll die Sachen ja auch nicht unter Wert verkaufen. Ne? So. Was haben wir denn verdient? Nicht so viel diesmal, glaube ich. Das sind nur... Oh, es geht. Hoppala. Entschuldigung, bin ich vor dem Mikro angestoßen. Entschuldigung, Entschuldigung. 128.662 haben wir verdient. Super. Entschuldigung, bin vor dem Mikro angestoßen. Entschuldigung, tausendmal Entschuldigung. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schlimm für euch. Gut. Dann können wir das mal hin platzieren. Und das Laub hier, da haben wir überhaupt noch keinen Preis, ne? Sind wir hier mit 60? Okay, da können wir vielleicht mit 65 probieren. Und da probieren wir mal mit 400er Stück oder so. Das nächste Mal. So, also gut, das hätten wir. Dann gehen wir wieder weg. Schmeißen das ganze Klump da rein. So. Und dann müssen wir uns die Notizen anschauen. Die Aufträge. Also, wir brauchen Landschaftsgärtner-Notiz. Das heißt, wir müssen zuerst einmal in den normalen Wald-Dungeon wieder rein, diese spuckenden Viecher besiegen. Dann müssen wir schauen, wenn wir die 10 hier haben, dass wir sofortigst in den neuen Dungeon, den Wüsten-Dungeon gehen und 10 von diesen Bällchen umhauen. Okay, dann würde ich sagen, wir beginnen gleich mal mit dem Wald-Dungeon. Tränke habe ich nichts mehr, fast nur mehr 2 Stück. Das heißt, ich muss auch schnell welche brauen gehen. Brauen, brauen. Ah ja, die Bank. Ach, die machen wir anders mal. So. Hüpf, hüpf, hüpf. Ich bräuchte bitte Tränke. Und zwar 3 Stück hiervon. Ja, bitte. Na, Reserve nehme ich noch keine mit, die nehmen wir erst dann mit, wenn man in den Wüsten-Dungeon geht, weil da sind wir wieder zu low. Bis wir da die Materialien zusammen haben, um unsere Waffen und unsere Rüstungen nochmal aufzubessern, das dauert. So, wir verschwinden von hier. Ab in den Wald-Dungeon. So. Und tschüss.
Sehr gut. Das geht ja ganz schön flott voran, muss man sagen. Voll cool. La 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 la. Habe ich das Mikro verrutscht? Ich glaube ein bisschen, ne? Tut mir leid, tut mir sehr leid. So, mal schauen, ob wir diese Viecher finden. Ich hoffe, das geht. Hoppala! Ich hoffe, das geht recht schnell. Diese Notizen. So. Hoppala! Na du? Nix da. Blödes Viech. Ist unten was? Nein. Ich mag die Musik. Zack, zack, zack. Zack. Gibt's hier unten irgendwas? Hui. Nein, passt. Dann sind wir da, wo wir fertig sind. Haben wir ab. Dann gehen wir da rauf. Ist das schon? Nein, boah. Ich bin immer ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Zack, zack. Da ist nichts. Da unten geht's auch nicht weiter. Dann schauen wir drüber. Zack, zack, zack. Au, au, au. Zack, 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 zack. Ja, also ah, da wären schon welche, schau. Die dürften, ja genau, die droppen die Notiz. Weißt du, was du nervst, du Viech, du grausliches. Und da unten sowieso. So, kannst du hier gern dein Zeug sein. Wunderprächtigst vergiftet. Das will man mehr. Echt, glaube ich. Alter. Da. Wegklatschen, wegklatschen, wegklatschen. Zack. So muss es ausschauen. Nächster Raum. Da ist nichts gut. Können wir wieder abhauen. So. Jawohl, einmal heilen, das brauche ich jetzt eh, weil ich war ein bisschen ungeschickt. So, dann schauen wir darauf. Alter. So. Und nächster Raum. Ist da noch ein Gegner? Nein. Achtung, da haben wir Ebenenwechsel. Das wollen wir noch nicht. Wir müssen schauen, dass wir das Maximalste von diesen Viechern ergattern. Zack. Den haben wir auch geschafft. Sehr gut. Stopp. Ja, nein, das sind auch die verkehrten, glaube ich. Aber wenn wir Glück haben, kriegen wir hier schon mal eine Notiz. Hoppala. Ja, zwei Notizen mit ein bisschen Glück. Da bin ich jetzt schon fast. Hoppala. Ich hoffe, das waren jetzt diese Notizen. Ich glaube, Wüstenstahlplatte, nichts mit Notiz. Interessant. Na gut, dann müssen wir eine Aufgabe nach der anderen erledigen. Jetzt wechseln wir erst einmal die Ebene. Tschüssi. So. Dann werden wir hier unser Portal aufstellen und das Zeug, das wir schon mal gesammelt haben, hier in Sicherheit bringen. Oh. Jawohl, passt schon. Ich glaube, das kann man machen, oder? Oder weißt du, was sind wir noch stur ein bisschen? Schauen wir es noch ein bisschen um. Da vorne haben wir nämlich noch eine Notiz.
Zack, zack, zack. So. Da haben wir eine Truhe. Was haben wir hier zerstört, ne? Ja. Dann werde ich mich erdreisten. Das hier wegschmeißen. Das hier wegzuschmeißen. Und die Kerne wegzuschmeißen. So, einmal. Zweimal. Und jetzt habe ich gar keine andere Wahl, als die beiden hier zu tauschen. So. Sind wir eigentlich schon recht voll, ne? Halt. Ein Schwert. Ich glaube, das sind zwei Händer. Was schmeiße ich denn jetzt weg ganz schnell? Das ist cool. Denn zwei Händer wollte ich schon immer haben. Mal ausprobieren, wie er tut. Eigentlich für uns als Waffe. Wenn er besser ist als Schwert und Schild, würde ich ihn nämlich so nehmen. Jetzt müssen wir den Dungeon leider verlassen. Dass ich auf keinen Fall das Kind, dass es kaputt geht. So, ja bitte. So. Schnell auslernen gehen. Wieder zurück in den Dungeon. Hoffen, dass wir die Notizen fertig kriegen. Dann müssen wir in den neuen Dungeon. Hoffen, dass wir dort die Notizen fertig kriegen. Alter, Stress! So. Weg mal mit dem ganzen Zeug. Um die Waffe kümmern wir uns ein bisschen später. Ganz ehrlich gesagt. Ah, ich glaube, da kommt jetzt mein Schatz nach Hause. Die zwei tun wir auch weg. Passt. Und auf zum Dungeon. Wieder zurück. Dab, dab, dab. So. Ram, bam, ba, ra, ram. Ram, bam, bam, ba, ram. So. So, da sind wir wieder. Wieder von vorne. So, im Bagage. Alter. Na du, Gaunerviech. Alter, Alter, Alter. So. Alter Schwede. So. Und ein Dez für uns. Haben wir gleich vier, ne? So. Schwuppdiwupp. Tadada. Zack, zack, zack. Eine links, eine rechts. So muss das ausschauen. So, nächster Raum. Zack, zack, zack. Ach so, ich trottel, es hat mich aus dem Busch, aus dem Skelett hatten wir die Waffe. Zack, zack. Ah, komm her. Was haben wir da drin? Wird beides zerstört? Mann, ey. Die mit ihrem Zerstören ist ja voll lästig. So. So. Und so. Nächster Raum. Da ist leider auch keins von diesen Monstern, die wir brauchen. Upsala. Ah, vielleicht droppen sie was. Nicht wirklich. Ist da irgendwas? Ja. Ui, eine Truhe, oder? Sehr gut. Juhu, juhu, hurra! Ja, da ist ein Notizgegner. So. Ein Notizgegner für uns. Alter. Tada, da haben wir sie schon. Richtig schön vermöbelt. Sehr gut. Nein, nicht klettern. Ach du Kasper.
Truhe öffnen. Sehr gut. Holz und Dünger. Wunderprächtig. Und jetzt kann es drauf gehen. So, nächster Raum. Dann gehen wir gleich mal prüfen, was da auf dem Zettel steht. Die merkwürdigen Farbvarianten hatten wir schon. So, da ist nichts. Und nächster Raum. Zack, zack. Sehr gut. Zack, zack. Sehr gut. Da geht nichts weiter. Ich schau mal, ob da hinten was ist. Nein. Und hier geht's weiter. Hier rüber. Hier rauf. Ah, da haben wir ein Skelett mit einer Waffe. Okay, das hatte nichts zu bedeuten. Waffen, Skelett, dass die jetzt Waffen droppen können. Muss Glück gewesen sein. Oder es ist eine einmalige Sache. Das könnte auch sein. So. Und nächster Raum. So, ein schöner Notizzettel für uns. Sehr gut. Und nächster Raum. Ui, goldene. Oh, ein goldener Truhengegner, okay. Das ist natürlich jetzt nicht schön. Wow. Wie gab der es hin? Passt, sehr gut. Das lief ausgesprochen gut. Da unten ist was versteckt, okay. Autsch. So, die sind schon wieder voll. Echt wahr? So, was hätten wir denn herzugeben? Ich würde sagen, das hier. Weil von diesen Tranksachen sollte ich vielleicht mal anfangen, was zu sammeln. Das wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Zack, zack, zack. Wieder weg. So. Achso, ich traue, ich muss schauen, was da unten drinnen ist, ne? Da hat sie geglitzert. Ui, sehr schön. Ein paar Sachen für uns. Für dieses Item habe ich keinen Platz mehr. Ist wurscht. Das ist eh nur so ein billiges Graffel, müssen wir unbedingt mitnehmen. So. Boruk. So, dann können wir uns da drüben ein bisschen genießen lassen. Stup. Und stup. So. Ich möchte zumindest noch sehr gerne die nächste Ebene erreichen. Das wäre ganz schön. Aus einem bestimmten... Autsch. Komisches Viech, echt. Weil das wäre nämlich echt super, wenn wir das schaffen. So, na gute Nacht. Okay, wir haben zu viel Zeugs. Ich muss schon wieder was wegschmeißen. Ja, die Schwammerl von mir raus. Aufheben gab es noch nichts. Ne? Ich muss es tun. Ich will nicht riskieren, dass wir da Sachen verlieren, die eventuell sehr wertvoll für uns sind. So. Passt. Jetzt wollte ich noch hier reinschauen. Alles Zeug, was wir nicht brauchen können, unbedingt. So, das geht. Passt. Und dann hauen wir ab. So, ab in die nächste Etage. Und dann bohren wir uns gleich zurück raus wieder und bringen unsere Beute in Sicherheit. So.
Also der erste Schritt, den wir machen, ist sofortigst nach Hause zu gehen. Das wird von der Zeit her ganz schön knapp. Ne? So. So. Wir müssten jetzt aber, glaube ich, noch eineinhalb oder zumindest einen halben Tag Zeit haben. Ich glaube sogar eineinhalb. Um die Notizzettel fertig zu sammeln. Nein. Der eine passt genau. Jetzt muss ich mal schauen, wo diese Notizzettel sind. 7 Stück haben wir. Okay, warte, ich werde die in eine andere Truhe packen. Da herüben zum Beispiel. So. Passt. Den Trank tun wir natürlich bei uns reinstopfen. Und wir gehen sofort wieder die nächste Runde an. Wir haben wirklich 1,5 Tage Zeit. Das ist gut. Das können wir hinkriegen mit der Notiz. Und dann müssen wir sofortigst in den neuen Dungeon marschieren. Und hoffe sehr, dass wir dabei nicht sterben. Dass wir die anderen Notizen finden. Puh. Ja, es ist halt echt gemein, dass wenn man jetzt zum Beispiel den Wüsten-Dungeon über den Wald-Dungeon betritt, dass man dort von den Gegnern nichts kriegt. Notizzetteln. Weil das müssten diese Gegner gewesen sein, diese Kugeln. Diese Felsentypen. So, halt! Ich hab dich erwischt. So einfach geht das nicht. Der hatte wieder mal nix. Der hatte dafür was. Wow. Jawohl, das war sauber. So, hups. Und dadurch. Zack, zack. Da haben wir wieder einen Notizboy. Notiztypi. Sehr gut, die haben wir bald geschafft. Da fehlen, glaube ich, noch 2. Da haben wir was zum Heilen, das brauchen wir noch nicht. Ui, eine goldene Truhe. Ebenfalls ein Notiz-Typi. Das freut mich sehr. Keine Notiz. Haben wir die schon fertig? Das gibt's nicht, oder? Also, das war der falsche Teil. Wow. Bitte sei nicht buggy. Sehr gut, bringt nach Hause. Die kannst du mal nach Hause bringen. Gegenstand geht kaputt, wenn zu viele Treffer. Geht kaputt, wenn zu viele Treffer. Flucheffekt aufgehoben. Würde ich sagen, so eine gute Idee. Die Knolle ist doch seltener. So. Und raus, da ist noch eine Truhe. So, na bitte. Das ging super. Da oben kommen wir in den Bossraum, glaube ich, schon wieder. Da darf ich jetzt nicht durch. Aha, bei Rückkehr wird dieser Gegenstand zu diesem. Das könnte man hier hin platzieren. Bei Rückkehr wird dieser Gegenstand zu diesem. Vielleicht. Dann geht kaputt bei zu viele Treffer. Zerstört. Das lassen wir mal nicht zu. So. Den Boss machen wir später. Weil der ist ja nicht schwer, den können wir nochmal besiegen problemlos. Schauen wir uns noch schnell die anderen Räume an. Bei einem Notizzettel brauche ich noch. Ich hätte vielleicht das noch aufsparen sollen mit dem Heim. Also mit dem Wegteleportieren. Naja. Das müsste jetzt der letzte Notizzettel sein. Alter. Würdest du uns bitte die Güte haben zu verrecken? Danke. Einfach nur lieb zureden, geht das schon.
Das müssten mehr als genug Notizzettel sein. Was haben wir denn hier? Da wird dieser Flucheffekt unterbrochen. Aha, dann sowas, okay. Die Knollen kann man jetzt schon stapeln. Was war der Effekt? Gegenstand geht kaputt, ja, ja. Nach Hause teleportieren, das werden wir sofortigst machen. Mit dem Gegenstand. Schwupp. Was ist denn das? Soldatenpulver. Ein Pulver, das das Pflanzenwachstum beschleunigen kann. Vielleicht kann man es für Tränke verwenden. Okay. Nächster Raum, das sind Goldruhen. Alter Schalter. Ich hätte vielleicht nach Hause gehen sollen. Schauen wir mal, was noch Platz hat. Ich zähle den Gegenstand nach Hause. Hä? Achso, der zeigt nach unten. Jetzt bin ich mich selber verwirrt. Gratuliere, oder? Mit der Gegenstand zu dem. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir den, oder? Ist das mal weg? Dann hat man Platz. Dann kann man noch einen Gegenstand nach Hause schicken. Ich würde sagen, den da. Flucheffekt wird blockiert. Ich würde sagen, so, dann kann man das stapeln. So. Jetzt kann man das stapeln. Das kann man jetzt auch stapeln. Gegenstand wird zu dem. Dann das haben wir hier Flucheffekt aufgehoben. Können wir noch sparen? Ach, was habe ich getan? So und so. Passt. Das ist ganz schön anstrengend mittlerweile. Aber da ich ihn verdrückt und zwar sauber, ich habe ihn jetzt nicht lange benutzt. Der Part wäre auch zu Ende, ne? Die Truhe schauen wir uns noch an. Alter Schalter. So, jetzt zählt er mit. Oh, der hat nicht Platz. Na loco. So, der hat auch nichts Gescheites für uns, Alter. So, was haben wir denn da Schönes? Gegenstand wird sofort nach Hause geschickt. Der macht was kaputt, ne? Ja, dann machen wir den mal weg. Da können wir noch was heimschicken. Flucheffekt wird unterbrochen. So. Dann machen wir das mal so. Dann machen wir das so. Dann kann man stapeln. Stapeln. Flucheffekt unterbrochen. Packen wir hier hin. Mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen. Passt. Sauber. Auch. Und ein Boss hätten wir noch. Ein Bossraum. Dann hätten wir noch den Endboss gehabt.
Ob wir den noch niederballern sollen? Ich meine, wir haben keinen Platz mehr, ne? Boah, wir können die zwei wegschmeißen. Und das notfalls auch. Dann wird's gehen. Dann probieren wir nochmal unser Glück. Zwei Tränke hätten wir noch. Dann besiegen wir den Boss einfach nochmal, oder? Upsala. War das jetzt hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Da bin ich jetzt falsch gelaufen, glaube ich, ne? Das war geradeaus. Alter. Hä? Na, ich bin jetzt komplett doof. Wo war denn der jetzt? War jetzt noch nicht, oder? Ich glaube, ich lasse den Boss. Ich glaube, wir bringen das Leben in Sicherheit. Das ist gescheiter, glaube ich. Ist, glaube ich, besser, wenn wir abhauen. Lassen wir das mit dem Boss. Sicher ist sicher. So. Da machen wir nochmal schnell Endkontrolle, weil jetzt habe ich mehr als Überlänge. Entschuldigung. Notizzettel hatte ich hier drin, ne? Falsch. Die müssten jetzt hier drin sein. Jawohl, drei Stück. Ich hau nur schnell das mal weg, dass wir die Notizzettel schon mal beisammen haben. Falsche Truhe. So. Notizzetteln erledigt. Gut. Da haben wir Zeugs. Na, servus, Kaiser. Dann räumen wir mal aus hier. Das wollte ich nicht. Okay. Dann können wir den Rest hier reinschmeißen. So. Nein. So. Haben wir da oben noch Zeugs. Das gehört unbedingt weg, bevor ich drauf vergesse. Nein. Hier rein. So. Passt. Und im nächsten... Warte mal. Welchen Tag haben wir jetzt noch? 14. Okay, wir haben jetzt noch eine Nacht Zeit. Und können mal in diesen neuen Dungeon dann gehen im nächsten Part. Ja, das werden wir machen. Oh cool. Okay, ihr Lieben. Damit das Ganze speichert, werden wir sofort in den Dungeon gehen. Und dann in dem Sinne werde ich mich dann auch schon von euch verabschieden. Jo. Ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!